Deutschland hat zum 13. Mal seit 1928 olympisches Mannschaftsgold in der Dressur gewonnen. Isabel Werth ist damit seit Freitag mit nunmehr 9 Medaillen die erfolgreichste Reiterin der Olympiageschichte. Werth mit Weihegold, die Weltranglisten-Erste Christina Bröhring-Spree mit Desperados, Dorothee Schneider mit Showtime und Sönke Rotenberger mit Cosmo verwiesen London-Olympiasieger Großbritannien und die USA auf die Plätze.